Yo! Aua! So, die Grüße, was geht ab YouTube? 3 Monate ist es her, jetzt ist wieder ein neues Video auf meinem Kanal. Falls ihr vergessen habt, wer ich überhaupt bin, Caro hat auf Ehrenbruderbasis eine kleine Rückblende geschnitten. Einfach mal mit den besten und witzigsten Szenen aus der Vergangenheit, um nochmal das Gehirn aufzufrischen, was hier eigentlich auf dem Kanal stattgefunden hat. Und die seht ihr genau jetzt. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but somehow they're much worse. Leave me alone, get out of my head. Walk out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen some more and you'll see your regret. I keep on working, I got it on track. Gonna see my name up on the flag. I see the spirit on that I come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket I smash, hot like a pack. I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. It never changed my self, I've always stayed the same, no doubt. I've always played the game, all out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. I'll be the best, make everybody forget all the rest. Man, I feel blessed, bulletproof vest. Open my chest for that haters' request. I'll be okay, I'm in my lane. I'ma stick to it like horse of the fame. This is the game that we all play, and I'm gonna win, get the fuck out my way. I've never changed myself, I've always stayed the same, no doubt. I've always played the game, all out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. Ja, ich hoffe, die Rückblende hat euch gefallen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was war die ganze Zeit los gewesen? Und genau dafür ist dieses Video da. Wie ihr im Titel schon lesen konntet, das ist so ein kleines Statement-Video, was die ganze Zeit los gewesen ist. Weil ich lebe noch. Wir fangen jetzt an. Hinter der Kamera sitzt Theo. Jo, was geht ab? Gab viele offene Fragen auf Instagram, Twitter. Ihr habt mich überall, wirklich jeden Monat kamen wieder neue Fragen rein. Hö, du bist auf Madeira. Es gibt Leute, die fragen noch, bist du noch mit Maria zusammen? Es werden so viele Fragen gestellt und dafür ist dieses Video da, um einfach mal Klarheit zu schaffen. Theo hat ein paar Notizen gemacht auf seinem Handy und wird mir diese jetzt stellen. Also fangen wir als erstes an damit, und zwar, wie hast du mich, also Theo, kennengelernt? Also wie ich Theo kennengelernt habe, ist relativ simpel. Es gab mal einen Abend, da hatte ich irgendwie Streit mit Maria gehabt. Ehrenbruder Theo hat mir auf Twitter geschrieben und meinte dann so, ja ey, ich kannte den gar nicht. Wusste nur, dass er damals mal Stress hatte auf Twitch oder so. Da habe ich ihm auch geschrieben, hey yo, tut mir voll leid, dass alle dies so runtermachen. Das hatte Theo auch auf seinen Twitter-Nachrichten gesehen. Hat mir dann geschrieben, hey yo, ne, wir kennen uns zwar nicht, aber guck doch mal nach, Theo. Gib mal mein Handy. Ich kann auch original lesen, was du mir geschrieben hast, Digga. Ich hatte gerade ein bisschen von der Story erzählt, da kam ich auf die Idee, ich schaue einfach mal nach, was Theo mir geschrieben hat auf Twitter. Ich werde auch einen Screenshot davon machen und einfach mal einblenden. Also Caro wird den einblenden. Grüße gehen raus an den besten Kerl der Welt. Caro. Voll süß, die Puss hat mir gerade geschrieben. Don't forget to open the washing machine. hab ich schon gemacht. Ich hab gerade den selber vergessen. Digga, wir haben, ey, Theo, ich wusste das gar nicht. Wir haben echt viel geschrieben. Wir haben wirklich viel geschrieben, Theo. Warum? Also ich hab's gefunden. Die Screenshots werden jetzt eingeblendet. Warte mal her, dann hast du noch nicht gesehen. Genau, entbannt. Warum bist du nicht entbannt? 29.01.2019. Ich so, ey, du musst einfach nur dich entschuldigen und einsehen. Easy anmelden. Okay, ist irrelevant. Du hast mir dann in WhatsApp wahrscheinlich geschrieben. Auf jeden Fall hatte ich Stress mit Maria gehabt und Theo davon irgendwie mitbekommen im Stream. Hat mir einfach aus dem Nichts geschrieben, yo Bruder, soll ich vorbeikommen? Ich sag, woher kommst du denn? Er meinte so, ich komme aus Siegen. Auch nicht direkt um die Ecke nach Köln. Aber ich meinte dann so, ja, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt sagen, komm unbedingt vorbei, weil ich wollte keine Umstände machen oder so. Aber Theo war echt Ehre, meinte so, nein, ich komme vorbei,
bisschen was reden. Ich dachte mir auch so, ich kein Bock, dass er jetzt vorbeikommt. Dann habe ich ein bisschen gewartet. Eine halbe Stunde später war er dann irgendwie bei mir zu Hause gewesen. Haben wir kurz was geredet. Er meinte, ja, sollen wir was essen gehen? Dann dachte ich mir so, eigentlich auch kein Bock, jetzt irgendwie rauszugehen. Wollte eigentlich zu Hause bleiben. Aus Schicksalsgründen würde ich sagen, bin ich dann doch mitgegangen zum Essen. Habe ich direkt gemerkt, Theo ist ein Ehrenmann, Theo ist ein Korrekter. Und so ist es dann entstanden, dass wir dann irgendwie gefühlt dreimal in der Woche uns getroffen haben. No homo, auch wenn Theo ein hübscher ist, Papa. Theo kam dann immer mit der Idee, ey Bruder, lass mal nach Madeira ziehen. Also wir kannten uns vielleicht eine Woche oder zwei Wochen. Er meint einfach so, ey Bruder, lass nach Madeira ziehen. Ich so, warum? Er so, guck mal, geiles Wetter, weniger Steuern als in Deutschland. Geiles Essen, Strand, ist doch chillig. Und ich meinte so, weißt du was, let's go. Also wir kannten es halt wirklich nur ein, zwei Wochen und ich einfach so, komm, ich zieh mit diesem wildfremden Menschen, der mir ganz sympathisch ist, einfach nach Madeira. So kam das Ganze dann, ne? Und in der Zeit kamen dann auch wenig Videos, weil ich musste mein ganzes Streaming-Setup zu Hause abbauen, Umzug, ihr wisst, wie stressig das ist, umzuziehen. Dann mussten wir 1000 Euro, glaube ich, so riesen Kartons kaufen, mit dem Flugzeug hier rüber fliegen lassen. Ganz komplex war die ganze Nummer gewesen und darum kam auch wenig. Du um unser Computerzeug hier rüber zu 2500 Euro bezahlen. Ja, 2000 Euro für den Umzug, ja. Wie war die Zeit am Anfang von Madeira für dich? Die Zeit anfangs Madeira war sehr ungewohnt, also vor allem von seiner Mama. Ich war eigentlich so ein richtiges Mamakind, immer mit Mama telefoniert, immer hingefahren. Und auf einmal bin ich irgendwie so alleine von allen Freunden und meiner Freundin abgeschottet, nur mit Theo hier, den ich irgendwie seit zwei Wochen erst kannte. Ich muss sagen, dieser ganze Umzug hat das so ein bisschen zusammengeschweißt, also dieser ganze Stress hierhin. Ja, dann hier erstmal so, hat man keine Heimatsgefühle, ich habe schon Deutschland vermisst. Das war echt komisch gewesen, vor allem mein Streamingzimmer war auch irgendwie nur halbfertig gewesen, ohne Schreibtisch gewesen. Ich konnte nicht richtig streamen, Videos konnte ich sowieso nicht machen. Ich muss auch sagen, ich hatte gar nicht so wirklich Motivation, Videos zu machen. Darum kamen jetzt auch drei Monate lang keine Videos, weil ich fand dieser... Ich hatte mehr auf Streaming konzentriert. Ne? Also, ne, falls ihr meinen Streaming-Kanal nicht kennt, twitch.tv/orangeorange, hier gerade eingeblendet irgendwo. Da bin ich jeden Tag aktiv gewesen, aber YouTube habe ich irgendwie vernachlässigt. Sorry dafür an dieser Stelle. Mein Twitch-Kanal /Scrooge. Theo ist by the way gewandt. Was ist jetzt mit dir und Maria? War ja auch ziemlich oft die gefragt hier. Wichtige Frage. Gut, dass du gestellt hast. Also, ich beantworte die Frage nur aus dem Grund. Also, meiner Meinung nach sollte privat privat bleiben. Ja, wir haben uns getrennt. Gründe, warum, irgendwelche Erklärungen gibt es dafür nicht, weil ich werde nichts irgendwie öffentlich erzählen. Ne, privat bleibt privat. Respektiert das bitte. Aber das Ding ist, Maria wird tausendmal angeschrieben. Bist du noch mit Kevin zusammen? Hör, was ist mit Kevin? Ich werde angeschrieben. Bist du noch mit Maria? Leute schreiben mir wirklich, wie läuft's mit Maria? Also, Leute schreiben mir auch, wohnst du noch in Deutschland? Oder hä, du bist umgezogen? Also nach irgendwie gefühlt tausenden von Monaten. Und deswegen einfach nur, um die Frage zu beantworten. Ja, wir haben uns getrennt. Gründe dafür werde ich nicht öffentlich erzählen, weil es einfach privat ist. Die nächste Frage ist, dein Hype, Kevin, was ist damit? Vorbei oder? Auch ein sehr gutes Kommentar. Kevin, dein Hype ist vorbei. Du hast nur noch 60.000 Klicks. Du hast nur noch 50.000 Klicks. Jungs, ich habe mit YouTube angefangen aus Spaß. Hat mir immer keinen Spaß mehr gemacht, weil... Also ich habe als Streamer angefangen, habe dann irgendwann entschieden, ich fange nebenbei auch noch YouTube an. Aber Stream habe ich immer mehr gefühlt, weißt du? Und wenn du irgendwas nicht fühlst, dann... Also Leute haben mir auch geschrieben, ja Kevin, du bist geldgeil, weil du Videos machst. Und dann dachte ich mir so, hä? Ich lade Videos hoch, obwohl die wenig Klicks machen, weil der Hype halt vorbei ist. Aber ich habe sie hochgeladen, weil es mir halt Spaß gemacht hat. Und habe dann halt drei Monate keine Videos mehr gemacht, weil ich halt mehr Bock auf Twitch hatte. Und jetzt habe ich halt entschieden, dass ich Lust wieder habe, mit Theo zusammen witzige Videos zu machen. Dazu später mehr. Ja, ob der Hype vorbei ist, wird man sehen. Also ob der Hype vorbei ist oder nicht, ist eigentlich relativ egal, weil Videos werden trotzdem kommen. Ob wir jetzt 10.000 Klicks haben oder 50.000, die Videos werden kommen. Wenn ihr die nicht sehen wollt, dann guckt halt einfach nicht. Wie sieht deine Zukunft auf YouTube generell oder mit deinen Videos aus? Also geplant ist wie früher sonntags, mittwochs auf jeden Fall ein Video. Vielleicht gibt es auch mehr, aber sonntags und mittwochs werden wieder die festen Upload-Tage wie in den alten Zeiten. Grüße gehen raus in den alten Zeiten. Ja, geplant sind auf jeden Fall Prank-Videos. Ich meine, Theo und ich wohnen in einer Riesenwohnung. Wir haben eine super geile Küche. Also wir können auch, was ich selber immer extrem cool finde, sind so Essens-Challenges. Die gucke ich mir super gerne an. Oder wo man irgendwie irgendwas frittiert oder bei einem schlechten Restaurant bestellen, Wettessen. Challenges ist sowas halt, ne? Vegan leben mal Woche oder so, war auch eine Idee. Ja. Also einfach so Sachen mit Essen finde ich sehr interessant, weil wenn ich mir was zu essen bestelle, gucke ich mir sehr gerne von YouTube einfach von YouTubern so Essensvideos an. Ich weiß nicht warum, weil ich mich da nicht so alleine fühle vielleicht. Ja, Prank-Videos hatte ich schon, glaube ich, erwähnt. Ne? Prank-Videos, wenn genau. Auf jeden Fall kommen, da habe ich schon was ganz Gutes. Unge wollten wir noch auf die Schnauze hauen. Genau, wir wollten auf jeden Fall noch Unge auf die Schnauze hauen. Also wer fügt Unge mehr Schaden zu? Das war auch noch geplant. Ja, dann auf jeden Fall halt die Challenges, haben wir gesagt, machen wir das Ganze so wie die Prank Bros, nur Vlogs. Halt ohne Fake. Ne? Also wir können sagen, wie die Prank Bros, nur ohne Fake. Nur halt in wirklich echt. Und ja, Vlogs wahrscheinlich. Also einfach mal zeigen, wie es in Madeira ist, was wir so tagtäglich machen. Ich denke, das könnte ganz interessant sein. Ja, Kevin, das waren eigentlich schon alle Fragen. Jetzt dein Abschied.
Ja, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video einige eurer Fragen beantworten. Ich bin wieder zurück, ich freue mich auf, also habe auch wirklich wieder aktiv Lust, Videos zu machen. Freue mich auf die Zeit, ich hoffe, ne, ihr schaltet noch aktiv ein. Ansonsten seht ihr mich jeden Tag live auf Twitch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auf die zukünftigen Videos freut. Schreibt gerne Videoideen, die ihr sehen wollt von mir oder von Theo oder von uns zusammen. Einfach unten in die Videobox, in die Kommentarebox. Und damit haut rein, Freunde, und bis zum nächsten Video am Mittwoch. Haut rein.